So, dann habt ihr jetzt auch mal wieder Stream. Flupp. Angekommen. Ja, Neustadt hat dann tatsächlich geholfen. Ich hoffe mal, dass es da wie irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, das irgendwie anders umzustellen oder oder das irgendwie anders hinzukriegen. Ich muss mal gucken. Wie gesagt, vielleicht kriege ich auch die Abschütze ein bisschen in den Griff. Aber Hallöchen, Wolinchen. Schön, dass du auch da bist. Ja, ist halt gerade eingeschaltet, wo ich den Rechner neu gestartet habe. ja. Ja. So, die Kiste haben wir schon geleert. Hast du vielleicht noch mehr Schlüssel? Ah, ne. Quatsch. War ja nicht Snipes. Na, ja, aber sicher doch. War ja, Espes oder wie hieß er? Hüpf. Ich glaube, an die Suche kann ich mich tatsächlich schon nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe auch an... Ich weiß gar nicht, habe ich Gothic 2... Ich glaube, ich habe Gothic 2 tatsächlich weniger gespielt als Gothic 1, oder? Hm. Obwohl es mir besser gefallen hat. Ja, der muss halt damit rechnen, dass sich da jemand mal anschleicht. Das passiert ja öfter mal. Hallo Max. Ja, willkommen. Gut, gut. Freut mich, dass du reinschaust. Nee, aber läuft gerade echt gut. Und der Stream läuft halt auch gerade echt gut. Doch sehr erfolgreich alles. Und Shep war sehr, sehr spendabel gerade. Genau, das gute alte Gothic. Meinte Seuka vorhin auch schon, der war vorhin auch schon da. Ja, genau. Das haben sie ja, das haben ja die von BioWare nachher ganz gut gemacht. Dass du halt eben, dass dich die Ereignisse aus dem ersten Teil dann auf die späteren Teile auch ausgewirkt haben. So. Bei euch geht's wohl gerade wieder um Star Wars. Schätze ich mal. Aber ich glaube, so ein paar Hassquests hast du halt überall. Bei jedem Spiel. Ja, genau. Star Wars The Old Republic. Also jetzt bei bei Shep und Wolinchen. Deswegen bist du also noch wichtig, Kollege. Du gib mal Schlüssel her. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Erz sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Viel Glück noch.
Du weißt ja, wo du mich findest. Okay. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich noch relativ ausführlich gespielt. Ich glaube, es hatte mal so eine Phase, wo es so ein bisschen abgesackt ist. Aber ich glaube, mittlerweile ist es wieder ganz gut besucht, was ich so nebenher zumindest mitgekriegt habe. So, dann gucken wir mal, ob wir da jetzt ein bisschen was... Also zumindest die eine Truhe kriegen wir auch. Vielleicht ist ja in der Truhe jetzt auch ein Schlüssel für die andere Truhe drin. Das wäre ja ganz witzig. Ja, Strohi, du musst halt anständige Sprachen schwätzen, sonst wird das ja nichts. Da kann man ja nichts machen. Bist du selber schuld? Bitte nur Latein, ja. So. Was hast du über meine Mutter gesagt? Bist du mittlerweile wieder da? Nö, cool. So. Okay, Feuer, Pfeil und Licht. Ach gut, der hat aber für beide gereicht. Sehr schön. Leckere Äpfel. Ja, mit Shift geht's deutlich schneller. Danke für den Tipp. Wird schon passen, Strohi, wird schon passen. Ja, einfach mal in den Übersetzer reinhauen, eventuell kommt dann was bei raus. Jap, auf jeden Fall. Ah ja. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Ich sag mal nichts dazu und speichere erstmal ab. Wie gesagt, so zwischendurch ist es doch sehr absturzfreudig, was das angeht. Weil ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, ich glaube tatsächlich so vor 15, 16 Jahren. Also ziemlich. Ziemlich nah an Release. Hätte ich ruhig machen können, okay. Ah, da ist er ja, der Ian. Ian? Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ich habe aber schon Truhen angefasst. Ha. Nein, wir müssen doch hier friedlich sein. Wir dürfen doch den Leuten nichts wegnehmen und kaputt machen. Das passt schon. Stehen bei den Prüfungen an oder was war da? Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten.
Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werde es mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Alles klar. Ja, nee, hier ist tatsächlich oft mal verschiedene Themenvielfalt. Finde ich auch ganz gut. Muss ja nicht immer nur ums Spiel hier gehen. Dann hat halt jeder auch ein bisschen was zu erzählen. So, was hatten wir denn jetzt noch alles? Okay. Ja. Muss nächstes Mal früher vorbeikommen. Aber irgendwie geht auch, glaube ich, mein Now-Live-Bot vom Discord nicht mehr richtig. Der hat schon die letzten zwei Streams, also die Streams dieses Jahr, die beiden noch nicht angezeigt. Ja, genau, ihr könnt ja wieder... Ich weiß nicht, James ist ja, glaube ich, weg. Von daher könnt ihr wieder ein bisschen über My Little Pony noch reden. Oder ihr kombiniert das. My Little Star Wars. Das wäre halt auch noch eine Idee. So Crossover-Fanfiction. Ja, nee, ich hatte tatsächlich um 17 Uhr angefangen und jetzt nochmal neu gestartet, weil... Meitel Ziege. Das Spiel tatsächlich dann jetzt so oft abgestürzt ist, dass es gar nicht mehr wollte und irgendeinen DirectX-Fehler ausgegeben hat. Genau, ja. Waren aber tatsächlich relativ viele da dann. Stimmt, eine Spitze können wir dann ja verkaufen. Ich wollte mir aber die... Ah, Magie. Bier. Bedarfsliste, genau. Die wollte ich mir mal gerade anschauen. Ah ja, spoilerst du schon wieder, Strui. So, 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das Verschimmelte, noch 25 bis 30 Äpfel, 10 Käse, eine Suppenkelle, eine Bürste, 5 Spitzhacken und 3 Hämmer. Und reichlich Sumpfkraut, du weißt ja, die erste Lieferung im Monat. Die Lieferung sollte übermorgen da sein, Ian. Cool. So, ich glaube, ich renne tatsächlich mal, wenn wir schon mal da sind, noch ein bisschen durch die Gegend. Schauen wir das hier noch ein bisschen an. Vorsicht ist also besser als Nachtsicht. Ah, das hat sich ja unglaublich gelohnt. Wer seid ihr eigentlich? Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Da ist doch, du, bist du blind? Lass mich vorbei! Nein! Ah, Rick Grimes. Du bist stumm, wie mir scheint. Gleitsicht. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind.
Aber das sind alte Geschichten. Die gute Gleitsicht, ja. Wahrscheinlich. Ach, den braucht er sich nicht zerstören, das passt schon. Dem haben wir gerade die Kisten ausgeräumt. Oh, hier sind noch mehr Kisten, sehe ich gerade. Und von daher, der kriegt dann ordentlich Ärger. Niemand interessiert sich für den Stream. Nee, macht ruhig. Ich kann halt bei Star Wars kann ich halt, also bei Thor kann ich halt nicht. Ja, ich höre auf zu streamen, ihr könnt ja gerne im Chat dann weiterbleiben und euch dann noch über andere Sachen unterhalten, die nichts mit mir zu tun haben. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Du bist so pessimistisch. Krieg ich Ärger, wenn ich an die Kisten hier gehe? Schon wieder ein Kampf. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Ach so, ich dachte, ich habe Erz gekriegt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Naja. Könnt ihr einen Clip machen. Stimmt, das war wahrscheinlich eine Mimikiste. Ich habe echt keine Ahnung, was das gerade war. Ey, eine Kiste, zack. Vielleicht hat mich dann irgendein Fernkämpfer, irgendein Sniper erschossen, der gesehen hat, dass ich an die Kiste dran wollte. F8? Du willst also ein... Gut, mach du mal... Das ist halt die Barriere, die Trump damals gebaut hat hier in der Minenkolonie. Nee, ich hab tatsächlich... Also, ich weiß nicht, ob die Mods da irgendwas aktiviert haben. Aber ich hab bisher noch keinen Cheat-Modus hier reingehauen. Ja, ich glaube, diese Realität ist Trump einfach erfolgreicher. Trump Gomez, wie man ihn, ja, Donald Gomez. Melvin. Genau. Stimmt, ja, aber genau, apropos Melvin, dann, gehen wir doch einfach mal rüber. Ja, also ehrlich gesagt, erfolgreich ist er ja wirklich, Trump. Also, was zwar extrem verwunderlich ist, aber es funktioniert ja auf jeden Fall. Alles klar, super. Dankeschön. Danke fürs Klippen, Strangy. Freut mich. So, dann speichere ich nochmal. Wie gesagt, relativ absturzgefährdet. In seiner. Bist
du hier was Neues zu erzählen? Nö. So, und jetzt können wir halt wieder den, na, ich weiß nicht, nachts zurücklaufen. Ich habe ja gespeichert. Mal schauen, ob das was wird. Da halte ich mich auch ein bisschen rechts. Da dürften ja eigentlich nur ein paar Scavenger sein. Und halt eben nicht unten bei dem Wolf vorbei. Oh, guck mal, Bären. Njam, 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 njam. Ist hier noch was? Ein Fass ohne Boden. Ja, ja, genau. Da kommt's her. Ein Baum. Ha. Lass mich in Ruhe. Kaka. Ich will doch nur wieder nach Hause. Ja, er sagt ab, aber er kriegt sein Zeug durch. Der ist zwar unbeliebt, aber er kriegt eigentlich durch, was er machen will. Oder zumindest hat er jetzt halt, wie lange ist das jetzt eigentlich? 1-2 Jahre schon? Ziemlich gut gelebt. Aber sowas von Kaka. Bäume sind böse. Das auch. Das halt auch. Okay, hier an der Seite geht's aber echt einigermaßen gut durch. Cool. Hi, Leute. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es haben ja zumindest am Anfang haben sich ja genug Dumme gefunden. Ja, das Sterben kommt noch. Ich bin ja vorhin an der Truhe gestorben. Das reicht jetzt wieder für 4 Stunden. Einmal sterben pro Stream ist in Ordnung. Das kann ich noch verantworten. Ja, ich glaube, Politalk ist glaube ich, allgemein... Ich glaube jetzt zwar nicht, dass es hier so großartig schnell ausarten wird, aber... Gerade bei den Größeren ist sowas ja nicht sehr gerne gesehen. Ein Erzbrocken, ja. Oder ist er, vielleicht rutscht er drauf aus oder wird ihm halt so ein Erzbrocken an den Kopf geschmissen. Tod durch Erzbrocken. Ja. Das könnte man halt auch nochmal machen, genau. Weltpräsident. Heimat. Kann es sein, dass du im Kreis läufst? Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Ja. Ja, wir haben uns ja mit Amras auch noch ein bisschen dann damals an der Gamescom unterhalten gehabt. Das hat ja schon gepasst. Bei mir ist halt tatsächlich, ich habe halt da auch, ich will da jetzt auch nicht großartig mit reinpacken oder halt, weil mir halt einfach da die Informationen fehlen und das Hintergrundwissen. Und von diesem Stammtischgequatsche halte ich halt ehrlich gesagt nichts. Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Ja, ja, finde ich cool. Du bist echt der beste Freund, den ich hier in diesem Spiel habe, Matt. Deswegen schlafe ich jetzt einfach bis zum nächsten Morgen. Ich guck mal. Oh, Fackel, cool. So. Truhenschlüssel. Öffnet alle Truhen. Ach, ich schlafe im Rücken zur Wand, das passt schon. Ja, guck mal, er guckt hier wieder seine Wand an. Ich glaube, der ist einfach Wandfetischist. Was sind die Vorteile des alten Lagers?
Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Ja. Also, mir gefällt's hier. Yep, hallo, Renux. Herzlich willkommen. Genau, im Moment arbeite ich auch noch für Gomez. Stimmt, ich überlege gerade mal. Was sagt die Uhr? Eine gute Stunde machen wir noch. Und ich glaube, ich lasse dann einfach mal für nächste Woche eine Umfrage laufen, wem wir uns dann im Endeffekt anschließen. Welchem Lager. Ja, wie soll ich noch lassen, mal mitlaufen? Es geht nur vom Nervfaktor gerade. Aber ich würde dann auf den Social Media Dingern, glaube ich, mal noch eine Umfrage reinhauen, welchem Lager wir uns anschließen. Also, wenn ihr unbedingt Sektenspinner sehen wollt, ich persönlich habe damit halt nichts. Also, kann damit halt absolut nichts anfangen und ist für mich auch die unsympathischste Partei, aber dann machen wir halt Sektenspinner. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Ich auch. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Ja. Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Du weißt, wo ich schlafe. Du warst da schon die ganze Zeit. Du bist mir schon in mein Haus gefolgt. Ja, vielleicht bringst du auch einfach alle um. Dann freut sich Strohe und alle sind glücklich. Das können wir auch noch machen. Du, ich habe übrigens eine Liste. Wir sind jetzt Chris Jericho. Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Alles klar. Nee, cool. Danke fürs Reinschauen, Max. Bis die Tage dann und ja, komm morgen gut raus. Nee, aber man merkt, wie gesagt, Matt sagt, er hat ein Faible für Ziegen, für Tiere. Also, ja, das deswegen, das ist, das passt alles zusammen. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager, richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Matt Böhmermann, es ist Matt Böhmermann. Ich habe die Liste von ihnen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, du und deine Vorlieben. So, das wäre dann das. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Oh ja. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Kannst ja mal googeln. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebracht. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Ja, ist ja gut. Kriegen wir. Du bist doch nur hier, weil du immer Bock drauf hast, Strangey. Mach's gut. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich hätte ja an die anderen noch abgeben können, oder? Er meinte ja, dass die...
dass die sehr beliebt ist, die Liste. Alle möchten die Liste. Weißt du was? Ich tue dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Genau. Das wäre aber auch ganz witzig, so ein witziger Plot-Twist gewesen. Von wegen, Matt ist tatsächlich der, der entscheidet, ob du jetzt aufgenommen wirst oder nicht. Du musst es ihm halt dann recht machen. Warte mal kurz. Wir haben, oh, Alter, haben wir viel Erz. Hat es hier gelohnt, die ganze Sache? Ja gut, ich glaube bestimmt, der einen Kiste waren ja 200 Erz drin. Nee, Graham war es nicht, Dusty war es da hinten. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Das wäre auch noch eine Idee, genau. Matt ist einfach der Sohn. Ja. Nee, bei mir ist tatsächlich halt schon etliche Jahre her, seit ich das Spiel mal gespielt habe und von der so viel Erinnerung habe ich nicht mehr dran. Aber bestimmt, wir können es ja auch noch zum neuen Lager bringen lassen. Wie oft habe ich euch... Halt die Klappe! Bau halt deine Hütte anders. Du bist... Halt die Klappe! Hör auf, mir hinterher zu rennen. Ah! War das, glaube ich, auch nichts groß? Ja, ich habe mich, hat mich damals auch sehr gefreut, der Auftritt. Die Matt-Ziegen-Geschichte, ja, ja. Er kennt sie nicht. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Der ist aber echt, muss ich sagen, doch relativ aufdringlich. So, wo war denn jetzt? Jesse war da hinten, glaube ich, irgendwo. Oder, nee, war der noch weiter hier runter? Der war noch weiter hier runter. Gut, dass ich dich treffe, mein Freund. Wie sieht's mit deiner täglichen... Ja... Ich werde nicht mehr zahlen. Du enttäuscht mich. Du hast schon genug gekriegt. Von nun an sind wir... Das wird... Ja, ja, halt die Klappe. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Gott, lass mich doch mal laufen, Kena. Hört auf, mir die ganze Zeit anzulabern. Warte doch mal. Ich hab gehört, du hast dich mit Bloodwyn unterhalten. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen. Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Ja, genug. Lass mich doch mal... Kinder, ihr geht mir gerade alle extrem auf den Sack. Das Speicher... Safe sieht nicht gut aus. Geht aber, okay. Wegen... So, hab ich denn jetzt hier... Ne, noch nicht abgegeben. Ja. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal gucken. Ich glaube, die Ausweichtaste habe ich auch tatsächlich auf meiner Mute-Taste. Das ist dann jetzt nicht so praktisch. Ich habe die Liste von Ian. Gut. Kannst du? Ja. So, Geschick. Danke und Stärke. Ja, ja. Du meinst den Leuten ausweichen, na gut, klar. Deine Kampfkraft, dein Gesch... Komm bald wieder. Mach's gut. So. Klappe. Ich werde nicht. Du, ich kann gar. Das. Wir sehen uns. Pass gut auf. Schön, dass du so freundlich zu mir bist. Arsch. So, dann schauen wir mal.
Vielleicht komme ich jetzt ja mal überhaupt bei Dusty an. Ja, die wollen ja alle Geld. Ah, Kyle sagt mal nichts. So, der spricht mich auch nicht an. Hey, ich komme tatsächlich mal durch. Diese fiesen Schweine. Halt die Klappe. Wo ist das die? Da, glaube ich, oder? Ja, du hängst echt immer die ganze Zeit nur auf dem Dings da rum. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Sachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Danke fürs Folgen, Renox. Freut mich. Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Hm? Genau, wie gesagt, darum geht's ja. Im Endeffekt müssen wir einfach nur Matt gefallen, dass der uns hier ins Lager... Der ist halt der entscheidende Typ, der uns hier im Lager aufnehmen wird. Oder dafür sorgt, dass wir im Lager aufgenommen werden. Ja. Flup. Bis zu 90% hier, ja. Jetzt nachher nochmal alles nachholen, einer wie... Nein. So, ich brate jetzt mal einfach was. Aber ja, ich glaube, das ist echt so. Sobald hier irgendwie einer... Geht's nur ein Tor. So, jetzt haben wir gebratenes Fleisch. Ha. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Ich führe nur Matt ein bisschen aus. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Cool. So, du... Achso, warte mal, wo wolltest du eigentlich hin? Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. Ich will einfach nur die Karte gerade lesen, Kinas. So. Ich guck mal, ob ich es vielleicht nochmal finde. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Ja, man muss halt so ein bisschen aufpassen. So direkt mit der Tür ins Haus fallen, spart eine Menge Zeit. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut. Also los. Der war schon bei mir im Haus. Du bist ein großer Bruder für mich. Ich hab... Bestimmt nicht. So. Ja, der ist schon... Schon sehr nett zu uns. Mann, tut mir der Popo weh. Ich glaube, wir müssen darüber. Stimmt, ja. Darüber dann ein Wasserfall vorbei. Okay, ich glaube, ich habe sogar den Weg einigermaßen. Ja, du hast Stroh, genau. Und wir haben eine tolle Strohziege. Wir haben ja eine tolle Strohziege noch da.
Das wäre auch eine Idee, Shep. Das wäre auch eine Idee. Warane. Die lasse ich mal gerade rechts liegen und ey, Hurenbock. Was? Ich weiß nicht, kommt das hier eigentlich mit? Dusty? Dusty? Mach ich dann einfach mal zum Lager und gucke, ob der irgendwas triggert. Schauen wir mal. Meinst du, bringst mich jetzt zum Hurenbock hier? Genau. Die wurde ganz legal hergestellt, die Strohziege. Ich weiß nicht, hatte ich die damals bei Twitter gepostet oder einfach ins Let's Play Forum? Hier ins Sumpfgedönslager. Ich glaube, eigentlich wollte er, oder wollte das hier ins neue Lager? Ich dachte, er wollte hier zu den Kiffer-Idioten. Meinst du Van Buren oder Van Buren? Hi. Hi. Hi, Lester. Lesterst du wieder? Der Schläfer möge dich behüten. Hm. Ich speichere mal noch nicht. Und guck mal, ob ich jetzt irgendwie... ob der überhaupt mitgekommen ist. Novize, Novize... war der nicht auch da hinten irgendwo? Genau, der Schläfer schläft mal eher. Hi, ich bin neu hier. Neu hier, hi. Meinst du? Muss ich mir unbedingt mal anschauen. Vielleicht ist ja doch ganz süß. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, mir ist da so ein Dusty unterwegs verloren gegangen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, schon beim Forum war ich mir relativ sicher, dass wir die da dass ich die da gepostet hatte. Bei Twitter bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher. Kann man ja noch nachholen. Ja, wenn er dann seinen Enkeln von den Geschichten erzählt, dann ist es alt hier. Ach, Julian, der findet doch alles pervers. Ist doch genau sein Fetisch. Der Fetisch. Fett ich? Nö. Wer weiß? Immer wieder einsammeln, okay. Ja, ich glaube, dann lade ich gerade nochmal neu. Ich meine, Gegner waren jetzt ja nicht großartig da, von daher ist das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ah, hallo Spiel. Schön, dass du abschmierst. Hm.
Ja, ich kann, ich habe, also, ja, stimmt, ich habe übrigens gerade mal geschaut, ich habe jetzt genug Punkte, um 3 Emotes für Stufe 1 Subs hochzuladen. Das heißt, es gibt jetzt auch ab Stufe 1 schon Meep-Emotes. Ja. Ich hatte tatsächlich die Piranha Bytes Games als ziemlich gut in Erinnerung, was die Begleiter-KI oder die Begleiterweg auf jeden Fall angeht. Von daher bin ich gerade ein wenig verwirrt. Oder ja doch, verwirrt. Passt, das Wort passt. Ja. So. Matt, wo ist Dusty? Wo kommst du denn her? Du freust dich. Dann komm. Ihr könnt ja auch einfach so laufen. Was haltet ihr denn davon? Und ich glaube, ich muss ja eh hier oben rum. Kann es sein, dass ihr das Querfeld einlaufen nicht so mögt? Aber gut, ich meine, so wie Lester vorhin gelaufen ist. Achso, den Ladescreen, ja. Was? Hast du was zu essen für mich? Ja, ich hab was zu essen. Meine Faust in deinem Mund. So, dann kommt mal schön mit. Vielleicht ist auch echt unterwegs mal gestorben. Ich glaube, Matt kommt echt mit. Cool. Ich meine, der Vorteil ist, solange er halt am Essen ist, wird er wahrscheinlich nicht reden. Das heißt, dann hält er mal die Klappe. Ich habe mich gerade in einem Stück Blatt verfangen. Meine Herren! Glaubst du das? Ja, passt schon. Könnt ihr ja jetzt oder im Nachhinein noch klären. Das ist ja in Ordnung. Genau, der will zu den Kiffern. Weil sein Kumpel da auch ist und so froh ist. Dusty? Bist du abgeblieben? Jetzt? Natürlich, den ich nicht dabei haben will, der ist jetzt da. Dusty! Stimmt, der hieß ja auch Dusty. Okay, mehr speichern und mehr um die Begleiter kümmern. Spiel. Was ist das eigentlich? Callstack, blub. Keine Ahnung, ich kann auch aus der Fehlermeldung gerade nix rausziehen. Aber wenigstens hat es keine ewig langen Ladezeiten, das ist doch schon mal gut.